Weiter geht's, Heidi. Eine Frau für Papa muss außerdem fröhlich, klug und wohlerzogen sein. Ein bisschen wie du also. Nett von dir. Und es wäre gut, wenn sie gern liest, musikalisch ist und natürlich tanzen kann. Gut. Und sie muss Rosinenbrötchen mögen. Wir könnten zu der Bäckerei gehen, wo es die Brötchen gibt. Vielleicht finden wir ja dort eine Frau, die zu deinem Vater passt. Hervorragende Idee, Heidi. Groß, mit langen blonden Haaren? Ja, das passt. Verzeihung bitte, können Sie mir sagen, wo die Bibliothek ist? Oh, gleich da drüben, einfach über den Platz. Sehr freundlich. Sie ist so alt wie Großmama. Ja. Oh, guck mal da. Nicht besonders groß, aber sonst sieht sie gut aus. Reden wir mit ihr. Einverstanden. Verzeihung, die Dame, guten Tag. Ich bin Heidi und das ist Clara. Mögen Sie vielleicht Rosinenbrötchen? Oh, ja nie poni maju, ja gavriu paruski. Ah, das macht nichts. Tut uns leid. Das wie Danja. Sie spricht nur Russisch. Denkst du auch, was ich denke? Ja, wir sollten mit ihr reden. Sie ist schon vergeben. Jetzt müssen wir auch noch zurück. Die Ballettstunde fängt gleich an. Keine Sorge, Clara. Wir finden schon noch eine Frau, die zu deinem Vater passt. Oh, vergessen wir nicht die Brötchen für Dete. Noch in der Bäckerei. Sie müssten gleich zurück sein, Fräulein. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Da sind wir. Guten Tag, Fräulein. Junge Damen. Hier die Brötchen, um die du gebeten hast. Danke, das war sehr nett von euch. Wie gut das riecht. Möchten Sie eins? Oh, darf ich? Vielen Dank. Köstlich. Wie ich die liebe. Für einen Bissen würde ich um die ganze Welt reisen. So, nun wird es aber Zeit zu tanzen.